Hallo liebe Camper und Camperinnen, hier nochmal ein kleines Video. Ihr werdet euch sicher fragen, was Supersense ist. Ich habe die Problematik bei mir im Wohnmobil oder im Fahrzeug gehabt, dass, wie ihr vielleicht unter anderem auch kennt, hier dieser Tanksensor, der da verbaut ist, leider Gottes immer nie wirklich die exakte Literzahl bzw. den exakten Inhalt anzeigt. Darum habe ich mich lange auf dem Markt erkundigt und ich bin jetzt gerade am Austesten von dem Thema hier, eben Supersense. Das ist ein ganz tolles Gerät und ich muss sagen, bis jetzt echt mega zufrieden. Das funktioniert einfach mittels so einem Luftschlauch, der unten angeschlossen wird und dementsprechend dann mit dem Wasserdruck arbeitet. Am anderen Ende vom Luftschlauch ist ein entsprechendes Beschwerungsinstrument, also ein Edelstahlteil, wo ein bisschen schwerer ist, damit der Schlauch auch wirklich nach unten gezogen wird und hier dementsprechend das Wasser reinsteigt. Und die Luft, wo dann im Schlauch eben zusammengedrückt wird durch steigenden Wasserspiegel, dieses misst eben dieses Gerät und zeigt es mir dann via App auf dem Handy auf den Liter genau an. Und ich finde, ich habe es jetzt ein paar Mal probiert, einmal durchgeeicht und ich muss echt sagen, ich bin mega zufrieden, weil er mir wirklich den Wasserstand auf dem fast Liter genau anzeigt und Prozente oder Liter oder beides. Auch den Wasserspiegel optisch darstellt. Ich mache die App auf und sehe sofort, ich bin halb voll, bin dreiviertel voll, bin fast leer. Also wirklich eine tolle Sache. Also ich werde euch da auf dem Laufenden halten und mal nur ein bisschen mehr davon erzählen. Wenn ich unter anderem auch das noch eingebaut habe, weil das gibt es auch fürs Grauwasser, das ist die Thematik hier, den werde ich nur installieren unten im Abwassertank. Und das gleiche gibt es dann auch noch für Gas. Da werde ich euch auch noch auf dem Laufenden halten, wie das dann alles ausschaut, alles in einer App zu haben und ziemlich genaue oder fast hundertprozentig genaue Anzeigen zu kreieren. So, aber weil wir gerade hier in dem Thema Wasser sind. Ich habe ja hier meinen Wassertank verbaut, wie ihr seht. Wir hatten ja die Thematik letztens auch mit dem Camper Tobi immer wieder mal drüber gesprochen oder wir hatten mal drüber philosophiert, hat er einen Film mit mir drüber gemacht, Druckwasser oder Druckpumpe oder Tauchpumpe. Es gibt für beides natürlich einen Für und einen Wider, aber ich habe hier mal ein kleines Experiment bei mir gemacht. Ich war natürlich vorher immer auf Tauchpumpe unterwegs. Das Fahrzeug ist ja auch schon ein bisschen älteres und somit eignet sich das für mich hier immer mal ein bisschen rum zu experimentieren. Und ich habe mir jetzt gedacht, da ich meine alte Tauchpumpe für einen Kunden mal opfern musste, der auf der Durchreise war und ich dringend eine gebraucht habe, aber keine da hatte im Laden, habe ich ihm also spontan meine gegeben und ich habe mir dann einfach eine neue bestellt und habe dann eine neue eingebaut und aber nie mehr das gewünschte Ergebnis rausbekommen, wie ich das eigentlich wollte oder wie das ursprünglich mal war. Einen guten Druck und dementsprechend auch leise. Und da haben wir immer rumexperimentiert, habe dann 4, 5 verschiedene Pumpen ausprobiert und habe mir dann gedacht, Mensch, jetzt machen wir doch ein ganz neues Experiment. Ich baue einfach mein vorhandenes System mal um auf Druckpumpe. So, gesagt, getan. Ich habe mir dann eine Lilie Druckpumpe geholt und habe die hier verbaut. Ich schwenke jetzt hier mal rüber. Ich habe die hier nebenan verbaut. Da war noch genügend Platz. Den Mitfahrerplatz brauche ich sowieso nicht, weil wir eh bloß zu zweit sind. Und habe dann hier einfach mal eine Druckpumpe verbaut. Für mich jetzt das Interessante waren zwei Punkte. Also einmal, wie ist sie vom Geräuschpegel her? Ihr seht, ich habe jetzt hier den Raum auch noch ein bisschen abisoliert, damit unten, der ist zwar gummigelagert, oder die Pumpe ist zwar gummigelagert natürlich, aber ich habe dann trotz alledem noch ein bisschen so Dämmmaterial runtergeklebt. Ich werde den Raum noch ein bisschen ausdämmen, weil aus noch nicht, möchte jetzt noch nicht preisgeben, warum, aber da kommt nur ein Zwischenboden rein und kommt da nur eine zweite Pumpe rein. Aber dazu kommen wir dann irgendwann später. Ich habe aber jetzt hier
dann die Druckpumpe verbaut, habe hier mein Entnehmer ganz einfach, wo dann dementsprechend hier rangeht und hier, also hier geht er ran durch den Vorfilter durch und hier geht er wieder raus und dann dementsprechend in meine restliche Anlage. Jetzt habe ich aber ja vorher eine Tauchpumpe gehabt und der elektrische Anschluss war ja nur für die Tauchpumpe da. Das heißt, es funktioniert jeweils über den Mikroschalter. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich nutze den jetzt einfach mal, weil wo ich mich nicht ganz wohl gefühlt habe, ist, wenn die Pumpe, die Druckpumpe hier, eben einmal eingeschaltet ist und permanent unter Druck ist. Und ich habe mir dann gedacht, okay, jetzt klemme ich die einfach mal an den Mikroschaltern an, sprich, wo die Tauchpumpe vorher verbaut war und angeschlossen war, und probiert es einfach aus. Ich kann es euch jetzt leider nicht zeigen, weil ich gerade trockengelegt bin und winterfest bin, also ich habe kein Wasser im System. Aber ich war total überrascht, wie das funktioniert. Nur wenn ich meinen Wasserhahn aufdrehe, bekommt die Druckpumpe Strom und pumpt das Wasser durch den Wasserhahn durch. Astrein. So wie ich den Wasserhahn zumache, ist die Druckpumpe stromlos, hat aber noch anliegenden Druck, den sie auch weiterhin hält, weil mein System ja dicht ist, und alles funktioniert. Und so wie ich das nächste Mal den Hahn oder die Dusche wieder nutze, ist das sofort der Druck wieder da und die Pumpe schaltet sofort wieder ein und liefert weiter Wasser. Ich habe aber nie das Risiko, dass, falls mir mal ein Schlauch platzen sollte, das Wohnmobil vollläuft, sondern es geht nur der erste Druck weg, es gehen 3-4 Liter raus und das war's. Sicherlich 3-4 Liter sind schon genug, aber mehr geht nicht raus, weil die Druckpumpe ja stromlos ist. Also eine ganz tolle Art, wie man eine Druckpumpe nachrüsten kann. Das Einzige, worauf man natürlich achten muss, wenn man sowas macht, ist, dass die vorhandenen Schläuche, die aber den Druck von so einer Druckpumpe locker aushalten, weil wir pumpen ja hier nicht mit 10 Bar durch, sondern das sind 2, 3 Bar, 4 Bar. Ich habe trotz alledem natürlich überall schon Gewebeschläuche und somit habe ich da auch keine Angst. Meine ganzen Schlauchverbinder und Schlauchverbindungen haben wir natürlich auch geprüft, damit da alles dicht ist. Hat da alles soweit funktioniert und ist auch komplett dicht. Ich wollte hiermit bloß mal eine kleine Anregung geben, dass dieses auch möglich ist, ohne große Schwierigkeiten so eine Druckpumpe nachzurüsten, falls das jemand mal machen möchte. Auch wir bieten das natürlich an, sowas hier nachzurüsten innerhalb oder mit Gewährleistung auf unsere Arbeit. Und in diesem Sinn wollte ich euch das mal so mitgeben und euch teilhaben lassen. Und bedanke mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen und freue mich über Likes und natürlich auch über ein Abo. In diesem Sinn wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag und bis bald. Tschüss.